Aus Berlin das Thema bei Anne Will. Die Zschäpe-Aussage. Werden die NSU-Taten aufgeklärt? Guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen. Es ist schön, dass Sie da sind. Danke für den netten Empfang. 248 Prozesstage lang hat Beate Zschäpe eisern geschwiegen, hat sich nicht eingelassen zu den schweren Anschuldigungen. Sie sei beteiligt gewesen an 10 Morden, an 2 Bombenanschlägen mit 23 Verletzten und an 15 Raubüberfällen. Heute nun ließ sie reden. Was hat das aber nun zur Wahrheitsfindung beigetragen? Darüber wollen wir diskutieren und haben bei uns zu Gast die Gerichtsreporterin des Spiegel, Gisela Friedrichsen, die den Prozess von Beginn an und natürlich auch heute begleitet hat. Ebenso wie Mehmet Daimergüler, der in München die Angehörigen zweier Opfer vertritt. Außerdem ist Günther Beckstein bei uns, der ehemalige bayerische Innenminister und der Vorsitzende des schon zweiten NSU-Untersuchungsausschusses des Bundestags, Clemens Binninger. Herzlich willkommen Ihnen allen. Und auch das war neu heute in München beim Oberlandesgericht. Beate Zschäpe hat sich nicht mehr versteckt, hat ansonsten ja immer ihren Rücken gezeigt, hat sich heute aber offen filmen und fotografieren lassen und sie lächelte. Frau Friedrichsen, warum hat sie sich entschieden, genau dieses Bild heute von sich zu zeigen? Sie möchte ja menschlicher erscheinen. Sie möchte besser rüberkommen. Und da ist natürlich so eine Erscheinung mit offenen Haaren, mit einem weichen Schal, die nicht mehr diesen albernen Dreh macht und der Öffentlichkeit also den Rücken zuwendet, sehr viel geeigneter. Mir erschien es eine Inszenierung zu sein, wie überhaupt die ganze Entstehung dieser Aussage mit der immer steigenden Erwartungshaltung, mit der Spannung. Das ist nicht spontan gewesen, sondern das ist eine Inszenierung gewesen. Und das hat natürlich Auswirkungen auf die Glaubwürdigkeit und die Echtheit einer solchen Aktion. Streng genommen hätte sie auch die Tage vorher schon zeigen können, dass sie auch menschlich ist. Wenn das hätte sie von Anfang an machen können. Es gab Szenen in diesem Prozess, als sich meinetwegen der Vater dieses getöteten jungen Halit Yozgat vor ihr auf den Boden geworfen hat, und um zu zeigen, wie er seinen toten Sohn gefunden hat. Also eine Szene, die uns allen eigentlich das Herz zerrissen hat. Da hat sie geguckt, als wenn sie das nichts angeht. Oder als die Mutter dieses Jungen ihr die Hand reichen wollte und sagen wollte, sagen Sie nur das, was Sie wirklich getan haben. Sie müssen hier nicht irgendwie für andere, die die Taten begangen haben, gerade stehen. Auch da war sie nicht berührt und hat gar nicht reagiert darauf. Also sie hätte ja auch jederzeit das Wort ergreifen können. Also es ist ja ihr Prozess, es ist ihre Freiheit zu entscheiden, reagiere ich, äußere ich mich oder tue ich so, als wenn mich das alles nichts angeht. Und heute, nachdem die Kameras raus waren, da waren Sie ja immer noch im Prozesssaal und haben Sie weiter beobachten können. Hat sie sich da anders verhalten als sonst? Sie war sehr viel gelöster, sie hat mit ihren Anwälten sehr angeregt geplaudert und aber das kennt man von ihr, das war am Anfang eigentlich auch so. Da hat sie ja auch, als sie mit ihren ersten Verteidigern noch gut war, hat sie da ja auch sehr, da hat sie fast kokettiert bisweilen. Das war heute wieder so ähnlich, die Verbissenheit dann oder diese innere Verhärtung, als sie dann die alten Anwälte entschlossen war zu ignorieren, ist weg jetzt. Es waren ja auch einige Angehörige der Opfer im Gerichtssaal heute, Herr Daimergüler, und ohnehin die Vertreter und die Anwälte der Nebenklage, zu denen Sie ja auch zählen. Hat das Beate Zschäpe in irgendeiner, wie Sie meinen würden, wahrnehmbaren Art und Weise gekümmert, beeindruckt, nervös gemacht? Nun, hinter mir saß der Sohn eines der Opfer. Und er erzählt mir später, dass er die ganze Zeit versucht habe, Augenkontakt herzustellen, weil er einfach diese Frau verstehen will. Und es ist wichtig, dass man da die Augen sieht. Und sie habe konsequent weggeschaut und jede Art von Emotionalität an der Stelle auch vermieden. Wissen Sie, für meine Mandantschaft
Ja, da gibt es ganz, ganz viele offene Fragen. Aber eine ganz zentrale offene Frage ist, warum musste eigentlich unser Vater sterben? Warum haben die unseren Bruder umgebracht? Der hat doch niemandem was getan. Warum bin ich jetzt Witwe? Und das sind ganz, ganz wichtige Fragen. Diese Menschen können seit über einem Jahrzehnt nachts keinen Schlaf finden. Ja, und auf diese Frage kann eigentlich nur Frau Tschepe eine Antwort geben. Und das war die Hoffnung, dass darauf Antworten kommen. Nicht unbedingt die Erwartung, aber die Hoffnung. Und das, was wir heute vorgesetzt bekamen, das fand ich zum Teil einfach gruselig. Ja, dieses aufgeschriebene, in keiner Weise authentische Darstellen, total technisch. Ja, die vier Fälle, die dann stattgefunden hatten, das waren vier Menschen, die umgebracht worden sind. Und nicht der Hauch einer Anteilnahme. Noch nicht mal die Namen hat sie genannt, und der Opfer. Und ja, immer nur die Opferangehörigen, mit denen ich heute gesprochen habe, ja. Die haben gesagt, naja, sie hat sich am Ende entschuldigt für die moralische Schuld, aber gleichzeitig verweigert sie den Opfern die Möglichkeit nachzufragen. Sie hat ja explizit gesagt, sie akzeptiert keine Fragen der Nebenklage. Ich habe zweimal gefragt heute. Ja. Sie kann ja sagen, wenn der Vater von Halit Yozgat oder die Mutter sagt, was wissen Sie über die Ermordung unseres Sohnes? Sie kann ja sagen, ich weiß es nicht. Ich kann Ihnen dazu nichts sagen. Aber diesen Menschen allein schon die Fragemöglichkeit zu nehmen, ja, dann kann sie wirklich auch diese Entschuldigung, dieses gestellte Etwas behalten. Das brauchen wir dann überhaupt nicht. Das haben wir heute auch schon gehört. Und wir wollen das gerne noch mal einspielen, was zwei Angehörige von Ermordeten gesagt haben, woraus man erkennt, dass es all das, was sie heute gehört haben, sie eher verletzt hat und ihnen jedenfalls keine Antworten gegeben hat. Dass sie sich bei den Opfern entschuldigt hat, nehme ich persönlich nicht an. Für mich war das eine sinnlose Erklärung, die sie da abgegeben hat. Es ist einfach lächerlich. Es wurde nicht aufgeklärt. Die hat alles zurückgewiesen. Die hat alles einfach abgeschritten. Die wusste angeblich von keinem Mord. Immer im Nachhinein hat sie es erfahren. Und die Art und Weise, also passt mir gar nicht. Also gefühlmäßig bin ich total enttäuscht. Sie hat heute gesagt, ich zitiere das mal, ich entschuldige mich aufrichtig bei allen Opfern und Angehörigen der Opfer. Und, Sie hatten es angesprochen, ich fühle mich moralisch schuldig, dass ich 10 Morde und 2 Bombenanschläge nicht verhindern konnte. Also sie entschuldigt sich und sie fühlt sich moralisch schuldig. Jetzt mal ganz streng genommen, wenn sie sich unschuldig fühlt im Sinne der Anklage, was hätte sie anderes sagen können dann? Naja, sie hätte ja Angaben machen können zu den Umständen zum Beispiel. Ja? Nicht einfach nur schablonenhaft immer wieder die gleiche Formulierung nehmen. Ja, ohne mein Wissen, ohne mein Zutun wurde das und das getan. Abgehakt, der nächste Fall. Abgehakt, der nächste Fall. Dass sie sehr, sehr genau achtete, nur das zuzugeben, was beispielsweise verjährt ist. Oder das, was man hier ohnehin zu 100% nachweisen kann. Beispielsweise die Raubüberfälle. Sie muss ja irgendwie erklären, wo über ein Jahrzehnt her das ganze Bargeld herkam. Ja, das kann sie nicht wegdiskutieren. Und all dieses Fehlen von Details, dieses auswendig, fast schon auswendig runtergeschriebene, schlechte Skript, ja, von einer wirklich zweitklassigen Soap, das gab überhaupt keinen Anhaltspunkt, dass man diese Person als Mensch wahrnehmen, ihr etwas abnehmen könnte. Und ich sage das in einem ganz, ganz starken Kontrast zum Angeklagten Carsten S., der ja hinter ihr, zwei Reihen hinter ihr sitzt. Der hat vor anderthalb Jahren, vor zweieinhalb Jahren mittlerweile, 10 Tage lang ausgesagt oder vielleicht 8 Tage lang. Da hat ein Mensch gerungen. Da hat ein Mensch sich nackt gemacht. Hat sich gequält. Da hat ein Mensch sich der Vergangenheit gestellt. Ja. Er hat sich den Fragen der Opfer gestellt. Wir haben es ihm nicht einfach gemacht. Das haben wir weiß Gott nicht gemacht. Das ist auch unsere Aufgabe, nachzuhaken. Aber da hatte ich das Gefühl, da ist ein Mensch, da tut sich was. Der ringt mit sich. Und das sah ich auch immer wieder, wenn Fotos der Ermordeten an die Wand projiziert wurden. Da war Frau Tschepe immer empathielos, machte was mit ihren Fingernägeln oder am Computer, schaute nicht hin. Und hinter ihr saß ich den Carsten Schulze, der da wirklich mit vor Schreck geweiteten Augen saß. Ja, und da habe ich einen Mensch vor mir. Und damit konnte ich was anfangen. Und da konnte ich auch mit einer Entschuldigung was anfangen. Und so ging es auch meiner Mandantschaft. Ja, da haben wir einen Menschen erlebt. Und was wir heute erlebt haben,
das war einfach nur das Geschreibsel von Anwälten, die auch von Anwälten vorgetragen wurden. Damit können wir überhaupt nichts anfangen. Ausgesagt hat sie heute, Herr Binninger, um es nochmal zusammenzufassen, sie sei keine Mittäterin gewesen. Sie sei weder an der Ausführung noch an der Vorbereitung der 10 Morde und 2 Bombenanschläge beteiligt gewesen. Sie sei, das kommt dann verschiedentlich vor, jeweils fassungslos gewesen, wenn sie von der nächsten Tat der beiden Uwes erfuhr, sei nicht mal Mitglied des sogenannten NSU gewesen, sagt sie, sondern letztlich nur, fasse ich jetzt mal so zusammen, eine verliebte Frau, die es nicht fertig brachte, sich von den beiden Uwes zu trennen, weil sie auch keine Chance mehr sah, wieder ins bürgerliche Leben zurückzukehren. Das ist jetzt mal grob zusammengefasst, was auf diesen 53 Seiten stand. Halten Sie das für glaubhaft? Die Erwartungshaltung war ja sehr hoch heute. Wurde auch künstlich fast ein bisschen angefacht, konnte man den Eindruck haben in den letzten Wochen. Und der Erkenntnisgewinn war gleich null. Ja, also die Dinge, die sie gesagt hat, stehen schon in der Anklageschrift. Da, wo sie detaillierter wurde, nehme ich an, wird sowohl die Generalbundesanwaltschaft jetzt überprüfen, ob es neue Ansatzpunkte gibt. Die Frage der Beweiswürdigung obliegt sowieso dem Gericht. Aber sie hat nichts dazu beigetragen. Die drängenden Fragen sind nach wie vor völlig offen. Nämlich, aber wenn sie sagt, ja, sie war noch nicht mal Mitglied, sie sei keine Mittäterin, ist das dann nicht neu? Also mindestens nicht das, was ja die Anklageschrift besagt. Gut, sie kann natürlich, das habe ich immer gesagt, wenn sie etwas aussagt, wird der Maßstab sein, kann man das, was sie aussagt, überprüfen. Okay. Kann der GBA, das BKA, die Dinge, die sie nennt, Tage, Daten, Namen oder auch eigene Verhaltensweisen, kann man die überprüfen. Und so wie ich heute die Aussage jetzt auch nur aus dem Ticker gesehen habe, muss ich sagen, da ist ja fast nichts dabei, was nicht entweder schon bekannt ist, also kein Neuigkeitswert, oder dort, wo sie etwas sagt, lässt es sich nicht mehr überprüfen. Also wie das Verhältnis war zwischen ihr und den beiden Männern, wenn sonst keiner da dabei war, lässt sich nicht überprüfen. Deshalb sind solche Aussagen, sie war ja gar nie Mitglied und hat wohl nichts unterschrieben, sind ja nicht überprüfbar. Deshalb glaube ich, ist auch da der Erkenntnisgewinn eher gegen null. Und wir müssen uns die Frage stellen, was ist wirklich noch aufzuklären? Und da sind wir immer bei den Punkten. Opferauswahl, Tatortauswahl, gab es Unterstützer vor Ort? Die Tatorte sind ja zum Teil so außergewöhnlich, Günter Beckstein hat das bei uns gesagt im ersten Ausschuss, da muss man eigentlich Ortskunde haben. Ja. Da kann man jetzt nicht zufällig aus Zwickau, aus der Erdgeschosswohnung auf die Idee kommen, da fahre ich mal hin und lande zielgerichtet in München, Nürnberg oder Rostock in einer bestimmten Region oder fahre zufällig nach Heilbronn auf die Theresienwiese, weil ich Waffen entwenden will. Also da glaube ich, gibt es eine Menge an Fragen, die man noch versuchen kann oder muss zu klären. Aber sie hat heute dazu keinen Beitrag geliefert. Sehen Sie das genauso, Herr Beckstein? Frau Will, was ich interessant fand, war in dem Zusammenhang das, was sie nicht gesagt hat. Ja? Keine Namen von Nazis. Die Mitangeklagten Emminger, Wolleben, ja, tauchten überhaupt nicht auf in den Erzählungen. Wenn sie Nazis nannte, dann nur solche, die schon als V-Leute enttarnt worden sind. Ja, Verräter. Brand und Gerlach. Ja. Genau, und ich fand dann eben diese Art des beredten Schweigen eigentlich schon sehr, sehr deutlich. Da ist schon jemand, der peinlich darauf achtet, niemanden zu belasten, der in der Szene gehört. Und das muss man dann auch zur Kenntnis nehmen. Und auch mit dem NSU. Ich meine, das ist ja nicht ein Verein gewesen, ja, wo dann eine Gründung stattfindet mit großem Brimborium und wo man Beiträge zahlt und unterschreibt. Und, sondern das war ja ein Zusammenschluss von Gleichgesinnten, ganz informeller Art. Und trotzdem hat er existiert. Herr Beckstein, Sie sind nicht nur ehemaliger Innenminister. In Ihrer Amtszeit fallen allein 5 der Morde, die in Bayern verübt worden sind, sondern Sie sind auch seit 1971 als Rechtsanwalt tätig und können auch aus der Warte ja eine solche Aussage, wie sie Beate Zschäpe heute hat verlesen lassen, beurteilen. Hat es Sie belastet oder entlastet? Also ich glaube nicht, dass es Sie entscheidend entlastet hat. Es war natürlich der strategische Versuch der Anwälte, eine letzte Chance zu greifen, denn die ganze Beweisaufnahme ist ja nach allem, was man gehört hat, ganz schlecht gelaufen. Ich habe von Anfang an vermutet, dass sie in einem sehr späten Zeitpunkt aussagen wird. Dann weiß man, was alle Zeugen gesagt haben und kann sich darauf einstellen. Und die Anwälte haben das natürlich ganz genau hinkonstruiert, um auf die Weise moralisch zwar sich zu entschuldigen, aber die Behauptung heißt ja damit rechtlich nicht schuldig zu sein. Also von daher glaube ich nicht, dass die Aussage sehr viel wert ist. Spannend wird natürlich noch, was auf Nachfragen kommt.
Wobei ich schon es für absolut grenzwertig halte, dass jemand, der, ich sage das halt, wie es der normale Mensch denkt, 10 Morde mit auf dem Gewissen hat, dass der dann ein solches Spektakel macht, dass er sich nicht den Fragen stellt, sondern dass er die Verfahrensweise in einem Gericht des Rechtsstaats diktiert, das halte ich schon für etwas Empörendes. Und ich glaube auch nicht, dass es ihr etwas hilft. Denn ich kann mir nicht vorstellen, dass ein normaler Mensch auf die Idee kommt, wenn man mit jemandem 10 Jahre zusammenlebt, dass man da nicht mitkriegt. Sie hat ja selber gesagt, sie hat im Nachhinein das immer erfahren. Also dass man dann, wenn wieder die Mitteilung in den Medien gestanden war, dieselbe Cessna-Waffe, dieselbe Cessna-Waffe hat wieder zugeschlagen, dann wusste sie ja schon aus dem Moment, dass es wieder ihre Partner gewesen sind. Also von daher glaube ich, es ist für den normalen Menschen ziemlich klar, dass die Mittäterschaft da ist, dass in der Wohnung, in einer kleinen Wohnung, eine Bombe gebastelt wird. Und das soll man nicht mitkriegen, wenn man in dieser Wohnung ist. Also ich halte es schon für eine ziemlich absurde Vorstellung. Mich würde noch interessieren, natürlich in der Tat, Herr Binninger hat das auch gesagt, ich habe von Anfang an die Vermutung, da müssen noch mehr Leute dabei sein. Das war der Fall, der mich in meiner ganzen Amtszeit, ich war 14 Jahre Innenminister, kein anderer Fall hat mich derartig bewegt. Denn alles Ausländer, immer mit derselben Waffe. Es war kein Motiv erkennbar. Ich habe die größte Sonderkommission eingesetzt, die es jemals in Bayern gegeben hat. 150 Kriminalisten waren tätig. Die höchste Belohnung ausgesetzt. Also wir sind trotzdem nicht weitergekommen. Und es kann nicht sein, dass die Opfer völlig zufällig ausgewählt worden sind, wenn man die Ortskunde hat. Das sind so in verwinkelten Ecken, da würde es sofort auffallen, wenn ein Fremder sich vorher erkundigt, da muss es irgendwelche Hinweise gegeben haben. Es gibt weitere Hinweise. Es ist ein Ausweis eines Tennisclubs in Nürnberg-Großgründlach verwendet worden. Den Tennisclub gibt es, der Ausweis war gefälscht. Ich bin dort Stimmkreisabgeordneter 40 Jahre. Ich wusste nicht, dass es diesen Tennisclub gibt, sondern das muss jemand mit Ortskenntnis gewesen sein. Also von daher würde mich noch sehr, sehr interessieren, und das ist ja zu erwarten, dass auf die Rückfragen, wer war dabei, wer hat Hinweise gegeben, welche Gespräche sind geführt worden. Das sind doch die Dinge, die jetzt in den nächsten Tagen und Wochen meines Erachtens eine ganz große Rolle spielen müssen. Denn, das muss man ja sagen, muss ich das, glaube ich, auch immer noch mal vor Augen halten, die Anschuldigungen, die gegen Beate Zschäpe erhoben werden, sind ja wirklich massiv. Die Bundesanwaltschaft wirft Beate Zschäpe laut Anklageschrift unter anderem vor, Mittäterschaft an 10 Morden. Ismail Yashar, Mehmet Turgut, Halit Yozgat, Mehmet Kubaschik, Abdurrahim Özidoğru, Süleyman Taşköprü, Habil Kılıç, Enver Şimşek, Theodoros Bulgarides und Michel Kiesewetter. Mittäterschaft an mehreren Mordversuchen bei 2 Sprengstoffanschlägen mit insgesamt 23 Verletzten sowie an 15 bewaffneten Raubüberfällen auf Supermärkte und Banken. Die Bundesanwaltschaft geht von 3 Mitgliedern des sogenannten nationalsozialistischen Untergrund aus: Uwe Mundlos, Uwe Böhnhardt und Beate Zschäpe. Die 3 lebten 13 Jahre im Untergrund. Doch welche Rolle spielte Beate Zschäpe tatsächlich? War sie Mittäterin, wie die Bundesanwaltschaft ihr vorwirft, oder bloß Mitläuferin? Beate Zschäpe droht als Höchststrafe lebenslange Haft mit Feststellung der besonderen Schwere der Schuld. Herr Daimler-Güler, ich weiß nicht, ob Ihnen das möglich ist, aber wenn Sie sich reindenken mögen in Beate Zschäpe, was hat sie sich davon versprochen, jetzt ihr Schweigen zu brechen? Will sie an dem Strafmaß noch irgendwas ändern? Ich glaube, sie hat einfach realisiert, dass ihre Schweigestrategie gegen die Wand gefahren ist. Sie ist gescheitert. Sie stand vor einem Scherbenhaufen ihrer Verteidigung. Sie hätte sich einlassen müssen zu Beginn oder schweigen bis zuletzt. Und ich glaube, dass das Motto bei ihr jetzt war, retten, was noch zu retten ist. Aber ich glaube, es ist zu spät und zu wenig. Ja, und deswegen wird die Einlassung heute ihr nicht viel helfen. Was mich nicht weiter kümmern müsste. Aber die Einlassung heute hilft halt auch meinen Mandanten nicht, die sich ja wirklich Hoffnung machen auf Antworten.
Und ich muss sagen, als nicht so sehr als Anwalt, sondern als Bürger, ich würde gerne auch mit der Gewissheit leben, dass es diesen NSU nicht mehr gibt. Und ich gehe davon aus, dass es an den meisten Tatorten lokale Helfershelfer gab. Ich habe mir einige der Tatorte persönlich angeschaut, in Nürnberg zum Beispiel, in Rostock, ja, eine Dönerbude am Ende einer Sackgasse. Ja, wie soll man darauf kommen? Und ich glaube, so als Bürger mit die Vorstellung, dass da noch Unterstützer einer Terrororganisation herumlaufen, ja, vielleicht auch weitermorden, das kann doch kein von uns unbeteiligt lassen. Und da müssen wir weiter nachbohren. Ich würde mir an der Stelle aber auch wünschen, dass die Bundesanwaltschaft da nachhakt. Wollte ich jetzt gerade fragen, ob sich möglicherweise Ihr Schweigen auch daraus erklärt hat, hätte erklären können, dass Sie mit dem ganzen Ansatz des Prozesses nicht einverstanden ist. Denn wenn ich Ihnen richtig zuhöre, haben mindestens Sie drei, Herr Beckstein, Herr Binninger und Herr Daimler-Güler, ich weiß nicht, wie Sie es sehen, Frau Friedrichsen, jetzt uns eben schon gesagt, Sie glauben nicht an nur drei Tatbeteiligte. Da stimme ich völlig zu. So, aber die Bundesanwaltschaft glaubt das ja. Das ist Grundlage des Verfahrens. Der Bundesanwalt hat, soweit ich es verstanden habe, Sie wissen mehr darüber, darauf Wert gelegt, dass es genau so sei. Ich glaube, dass es gibt ja weitere Ermittlungen und es wird ja weiter gesucht. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass in diesem Prozess Anhaltspunkte herausgearbeitet worden sind, die für die Bundesanwaltschaft auch durchaus Material geliefert hat. Denken Sie nur mal an die Propsteigasse in Köln. Das war ein Lebensmittelladen, da stand ein deutscher Name drüber. Getränkeschmidt, genau. Er wurde aber geführt von ausländischen Mitbürgern. Iranischen. Mhm. So, wer weiß das, wenn er nicht ortskundig ist? Da muss er ja einen Hinweis bekommen haben. Hier ist noch ein Geschäft, da könnte er noch reingehen. Das sah man von außen nicht, dass da Ausländer zugange waren. Ja? Aber das ist die Frage. Kann dann nicht Beate Zschäpe sowas anprangern, wie dass kein fairer Prozess geführt wird, weil genau das bislang nicht aufgeklärt worden ist? Wer da noch eine Rolle gespielt hat, wer geholfen hat, wer den Tennisclub kannte. Ja, sie kann es ja sagen. Sie kann es ja sagen jederzeit. Natürlich. In dem Augenblick, wo sie nicht sich jeder Aufklärung selber verweigern würde, in dem Augenblick könnte das dann in einem fairen Prozess alles abgewogen werden. Es könnten weitere Zeugen vernommen werden. Aber auch die heutige Aussage versucht ja nicht eigentlich etwas aufzuklären, sondern ich sage mal, ist der Ausflucht zu sagen, ich bin zwar moralisch schuldig, aber eben nicht Mittäter. Wobei für die Juristen ja klar ist, Mittäterschaft heißt ja nicht nur jemand, der sozusagen die Waffe mitgeführt hat, sondern wenn er insgesamt an den Taten mitgewirkt hat und die Tatherrschaft mit hatte. Aber anders kann ich mir nicht vorstellen, wenn man 10, 13 Jahre lang mit jemandem zusammenlebt und das alles weiß. Das Ziel ist, möglichst viel Distanz zwischen sich und den beiden Männern herzustellen. Das gilt sowohl für andere Angeklagte als auch für Zschäpe. Das ist das Ziel, die Strategie. Möglichst viel Distanz zwischen den beiden, die angeblich alle Taten begangen haben. Schuld denen zuschieben, die tot sind, die sich nicht mehr wehren können. Wenn man dann die Beweislage mal sich anguckt, auch die Spurenlage an den Tatorten, ist die eben schon nachdenklich. Deshalb haben wir immer etwas Zweifel an dieser GBA-These. GBA ist der Generalbundesanwalt. Entschuldigung. Wir haben 27 Tatorte. 10 Morde, 2 Sprengstoffanschläge, 15 Banküberfälle. Wir haben an keinem einzigen Tatort DNA oder Fingerabdrücke dieser beiden Männer. Wir haben 4 Tatwaffen, mit denen gemordet wurde. Wir haben an keiner Tatwaffe DNA und Fingerabdrücke von diesen beiden Männern. An den Opferwaffen der Polizisten schon jede Menge. Und da frage ich mich immer, wir haben die Hälfte der Taten war mit Interaktion. Da haben die Täter am Opfer rumgerissen, die Polizisten wurden entwaffnet, da gab es direkten körperlichen Kontakt. Kann das sein, es kann sein, ich weiß es nicht, aber kann es sein, dass man an 27 Tatorten unterwegs ist, ein Verbrechen begeht und nirgendwo eine Spur hinterlässt? Zum Teil haben wir anonyme DNA in Heilbronn. Gibt es nach wie vor nicht zugeordnete anonyme DNA. Und deshalb drängen sich uns so die Fragen auf, kann das wirklich nur ein Trio gewesen sein? Oder könnte es selbst sein, dass die auch gar nicht beteiligt waren, wenn Sie sagen, Sie haben keine DNA gefunden? Nicht Sie, aber die Behörden? Also, so weit würde ich nicht gehen. Für mich sind das schon Mittäter und Täter, gar keine Frage. Aber die Frage ist, welche Rolle hatten sie im jeweiligen Fall? Ich will es noch, wenn ich darf, an einem Beispiel deutlich machen. Mhm.
Das Trio wird gesucht, taucht unter, ist in Chemnitz im Jahr 2000. Die Verhandlung verdichtet sich, es gibt eine Öffentlichkeitsverhandlung. Die wechseln die Stadt und gehen von Chemnitz nach Zwickau, müssen dort nochmal die Wohnung wechseln. Also in einem Jahr, wo sie gesucht werden, mit Fahndung, mit Plakaten und sie die Stadt verlassen müssen. Sollte man meinen, dass ein Trio und auch die beiden Männer, die angebliche Angst davor haben, von der Polizei erwischt zu werden, dass die untertauchen und sich unauffällig verhalten. Was machen sie in diesem Jahr 2000, 2001? Sie begehen 4 Morde, 2 Banküberfälle und einen Sprengstoffanschlag, verteilt von Hamburg bis München und Köln bis Chemnitz, ohne auch nur irgendwo eine Spur zu hinterlassen. Kann sein, aber es wäre sehr, sehr ungewöhnlich in der deutschen Kriminalgeschichte. Aber das allein zu machen. Es gibt Fotos von Überwachungskameras, es gibt Beobachtungen von Zeugen, die so genau auf diese beiden passen. Wo? Also da. An welchem Tatort? Also es ist doch schon so, Herr Binger. Köln, der Sprengstoffanschlag in der Kolbstraße. Genau. Ja, wir haben ja, also es ist ja eine der immer wieder vertretenen Thesen von Polizeibeamten vor allem, die als Zeugen auch erschienen sind vor Gericht, die da sagen, ja, wir hatten ja keine Spuren. Also das stimmt so nicht. Ja, wir hatten bei der Ermordung von Enver Şimşek, dem ersten Opfer, 3 Zeugen, die 2 verdächtige Fahrradfahrer beschrieben. Eines war sogar so detailliert, dass er sagte, naja, ich habe da einen gesehen in Radlerklamotten, der hielt seinen Arm in so einen Transporter, den von Herrn Şimşek, sein Arm ging vor und zurück und ich hörte metallische Geräusche. Mhm. 3 Zeugen. Ja. Bei der Ermordung von Habil Kilic in München, Herr Bergstein, Sie wissen das sicherlich, da waren 2 Damen, die unabhängig voneinander 2 verdächtige Fahrradfahrer beschrieben haben. Ja. Bei der Ermordung von Ismail Yaşar in Nürnberg hatten wir nicht weniger als 6 Zeugen, die 2 Fahrradfahrer beschrieben haben. Das und ist eines die der Opfer, deren Angehörigen ja. Richtig, richtig. Und da ist ganz interessant, kam die Polizei auf die Idee, 2 Jahre später einer Zeugin das Video aus der Kolbstraße noch mal vorzuspielen und zu sagen, erkennen Sie da jemanden? Und da sagte die Zeugin, ja, das war der. Da bin ich mir absolut sicher. Ja? Und dann sagt der Zeuge, sagt der Polizeibeamte laut Protokoll, sind sich 150% sicher? Und dann sagt die Zeugin, ja, bin ich. Und dann sagt er, naja, wenn Sie sich nicht 150% sicher sind, dann schreiben wir lieber mal ziemlich sicher. Also identifiziert eine Zeugin einen der Täter, dann wird ihr nicht geglaubt und dann passiert nichts. Ja. Das verschwindet einfach. Aber was für mich auch ganz interessant ist, ja, also dieses und was sagt Ihnen, Herr Damagüller, ist nicht lückenlos aufgeklärt worden, ist nicht sauber ermittelt worden? Na schauen Sie, wir haben ja, also ich erlebe das Ganze auch als ein Theaterstück in 3 Akten. Ja, der erste Akt, Kleid und Pech und Pannen. Zweiter Akt, vollkommene Aufklärung. Dritter Akt, kann nicht wieder passieren. Das ist das, was mir vorgesetzt wird. Aber erstens, es gab keine Kleid und Pech und Pannen. Ja, dieses Nicht-Ermitteln war eine Mischung aus groben Fehlern, Ignoranz, institutionellen Rassismus, darüber müssen wir auch sprechen. Ja, in einer operativen Fallanalyse aus Baden-Württemberg heißt es, mit Blick auf die möglichen Täter, da in unserem Kulturkreis die Tötung eines Menschen mit einem hohen Tabu belegt ist, ist daher davon abzuleiten, dass die Täter von weit außerhalb stammen. Also Deutsche morden nicht, das machen nur Ausländer. So, das ist der erste Komplex. Ja? Also dieses Pleiten, Pech und Panne stimmt so nicht. Das zweite, wir haben alles aufgeklärt, stimmt auch nicht. Wir haben vieles aufgeklärt, auch dankenswerterweise dem ersten Urausschuss. Wir haben vieles aufklären können im Gerichtssaal, aber eben nicht alles. Ja? Aber was wir aufgeklärt haben, und das müsste auch die Bundesanwaltschaft verstehen, ist, dass wir nicht mehr von einer isolierten Zelle sprechen können. Wir hatten ja schon allein über 20 Zeugen, die zugegeben haben, dem Trio in der einen oder anderen Weise geholfen zu haben. Da hat der eine seine Bankkarte gegeben, der zweite hat eine Wohnung besorgt, der dritte hat Geld organisiert, der vierte hat das Auto abgeschleppt. Ja? Und auch da, ja, eine der Bankkarten kam von Susan Emminger, der Gattin von einem der Angeklagten. Da schweigt sich Frau Tschäpe vollkommen aus. Also wir haben noch nicht alles aufgeklärt. Auch die Rolle von Verfassungsschutzbehörden an dieser Stelle. Und das Dritte, das ist für mich ganz, ganz wichtig. Es wird nicht wieder vorkommen. Es kann nicht wieder vorkommen. Ich kann als Anwalt noch nicht mal sagen, dass es nicht jetzt gerade passiert. Ja, da sitzt mein Kollege Özata im Publikum. Wir vertreten zusammen die Familie von Burak Bektaş. Ein junger Mann, der vor 2,5 Jahren hier in Berlin auf offener Straße erschossen wurde. Kann eine NSU-Nachahmertat sein? Muss keine sein. Wir wissen es einfach nicht. Und ich würde mir von der Bundesanwaltschaft wünschen, dass sie sich hinstellt und sagt, mit ein bisschen mehr Demut, wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht. Statt immer wieder zu sagen, es ist ausermittelt. Wenn der Carsten Schulze im Gerichtssaal nicht von dem Taschenlampenanschlag in Nürnberg berichtete, wüssten wir bis heute nicht, dass der NSU mindestens 3 Bombenanschläge verübt hat. Wir haben es erst dort gelernt. Wir sind alle Menschen. Polizeibeamte, Bundesanwaltschaft, wir machen Fehler.
Wir schätzen die Situation falsch ein. Aber wir sollten das auch anerkennen und demütig sein, statt uns in falscher Sicherheit zu wiegen. Ist es dann ein Fehler, Frau Friedrichsen, dass sich der Prozess vor allem und vielleicht beinahe ausschließlich auf Frau Zschäpe konzentriert? Das ist natürlich ein Problem, denn sie steht natürlich, sie ist das Gesicht des NSU, sie steht für die Taten, weil die anderen beiden, die Täter, die richtigen Täter, sagen wir es mal so ganz salopp, nicht mehr da sind. Das kann man als unfair empfinden oder kann sagen, ja, da muss man aufpassen, aber ich traue diesem Senat zu, dass er dies durchaus berücksichtigt. Es ist immer so, wenn einer für alles herhalten muss, dann wird es vielleicht ein bisschen zu viel. Sie ist ja auch zum Teil dämonisiert worden als Monster und so. Ja, sie ist kein Monster, sie ist halt eine Frau, die sicher nicht die Rolle gespielt hat, die sie uns heute präsentiert hat, nämlich die nur voller Liebe und Angst und innerer Leere war, sondern sie hatte, wie Zeugen glaubwürdig bekundet haben, durchaus ihre eigenen Vorstellungen. Das entspricht auch dem, wie sie sich im Prozess verhalten hat. Aber ein Monster ist sie deshalb nicht. Sie ist eine Angeklagte, wie alle anderen letztlich auch. Und insofern muss man ein bisschen diese Abstriche schon machen, dass sie hier vielleicht zu viel aufgeladen bekommt. Aber ich meine, es reicht schon, das ist das Übrige. Sie hat irgendwann im Laufe dieses Jahres gesagt, sie könne nicht mehr, sie sei nicht mehr verhandlungsfähig. Es gab dann ein Gutachten, das klären sollte, ob sie noch verhandlungsfähig ist. Und sie hat da auch thematisiert, wie schwer ihr das Schweigen, das andauernde Schweigen, zu dem ihr die ursprünglichen drei Pflichtverteidiger, die jetzt immer die Altanwälte genannt werden, geraten hatten. Können wir uns mal ein paar Auszüge daraus anschauen, aus dem Gutachten. Im März 2015 sollte der Psychiater Norbert Nedopil die Verhandlungsfähigkeit von Beate Zschäpe bewerten. In seinem 17-seitigen Gutachten, das der Redaktion bekannt ist, kommt er zu dem Ergebnis, Zschäpe leide unter einer chronischen Belastungsreaktion. Sie selbst bezeichnete sich laut Gutachten als zermürbt und am Ende. Im Gerichtssaal gehe es zu wie in einem Kriegsgebiet. Zschäpe verwies dabei unter anderem auf Vorwürfe und Zermürbungstaktiken der Nebenklage. Zudem äußerte sie gegenüber dem Gutachter, dass die Fassade des Schweigens allmählich bröckele und dass sie insbesondere nicht mehr in der Lage sei, die Gesichtszüge zu kontrollieren. Der Gutachter hat sie dann für verhandlungsfähig erklärt. Aber das, was wir da hören, ist das ernst zu nehmen, dass sie unter dem Prozess und unter ihren Altverteidigern so zu leiden hatte? Dass sie unter dem Prozess leidet, ist durchaus nachvollziehbar. Welcher? Das ist doch ganz klar. Jeder Angeklagte. Ein langer Prozess belastet jeden. Genau. Das wäre ja, jetzt muss ich sagen, völlig unverständlich, zumal sie ja wohl, wenn sie auch nur den Hauch eines Gewissens hat, muss eine das doch belasten, wenn einem diese ganzen Taten vorgeführt werden, wenn man diese herzzerreißenden Schicksale von Angehörigen miterlebt, dass die darunter auch ein Stück leidet, ist doch für mich klar. Ich habe da allerdings nicht das leiseste Mitleid damit, sondern das ist halt, wenn man solche Taten gemacht hat und das vorgeführt bekommt, dass man darunter auch eine Belastung hat. Aber das muss man eben auch aushalten und ertragen, wenn man solche Taten gemacht hat. Und sie hat auf der anderen Seite ja, sie wollte ja das, wollte ja sprechen. Jetzt hat sie am vergangenen Montag einen Nervenzusammenbruch gehabt und hat schon gewusst, dass sie am morgigen Mittwoch sicher nicht verhandlungsfähig sein wird, weil das so belastend ist für sie, dass diese Aussage jetzt verlesen wurde. Also da frage ich mich schon, wie passt das zusammen? Jetzt hat sie ja, was sie wollte. Ja? Und jetzt fühlt sie sich wieder belastet. Sie haben sie als manipulativ mal charakterisiert in einem ihrer Artikel. Der Gutachter sagt ja nun, sie habe oder gibt wieder, was sie ihm anvertraut hat, nämlich, dass sie zu leiden hatte. Und sie selber hat sich beschrieben heute in dieser Aussage als emotional abhängig. Kommen Sie da mit? Nein, mit der emotionalen Abhängigkeit komme ich überhaupt nicht mit. Denn so wie sie sich dargestellt hat in dem Prozess, habe ich den Eindruck, und nicht nur ich alleine, dass das eine Frau ist, die sehr wohl weiß, was sie will, die sehr wohl darauf bedacht ist, zu steuern, was da geschieht. Ob sie immer weiß,
ob das jetzt zu Ihrem Vorteil oder zu Ihrem Nachteil ist, das ist eine ganz andere Frage. Ich halte diese Aussage, die sie heute gemacht hat, für prozessual wirklich tödlich eigentlich für Sie. Aber sie wollte es so und sie hat es ja auch so durchgesetzt, wie sie es haben wollte. Sind Sie sicher, dass sie es wollte oder wollten die Anwälte das, die Neuen? Also ich glaube, dass ohne ihren Willen die Anwälte das ganz sicher nicht gemacht hätten. Denn ich meine, sie hat drei Verteidiger gehabt, die ihren Job anständig gemacht haben. Und wie man heute erlebt hat, richtig gemacht haben. Es gab also eine ganze Menge. Es wäre besser gewesen, sie hätte weiter geschwiegen. Sie hätte eine ganze Menge von, auch von Nebenklageanwälten haben gesagt, sie verstünden jetzt, warum die ehemaligen Verteidiger ihr zum Schweigen geraten haben. Und da kann ich nur sagen, ja, richtig. Denken Sie es auch? War Schweigen die bessere Strategie? Naja, also wenn sie gleich zu Beginn reinen Tisch gemacht hätte, ja, und zwar wirklich einen reinen Tisch und nicht so ein Harakiri-Theater wie heute, glaube ich, dass es genützt hätte. Dann wäre sie als Mensch wahrgenommen worden, als Mensch, mit der Fehler gemacht hat, der Schuld auf sich geladen hat. Dann hätten wir etwas, mit dem wir hätten umgehen können. Aber heute, nein, ich glaube, sie hat niemandem einen Gefallen getan. Nicht dem Gericht, nicht den Opfern und schon gar nicht sie selbst. Und haben die Anwälte ihr also schlecht geraten und warum tun die das dann? Ich weiß nicht, ob das sozusagen auf dem Mist der Anwälte gewachsen ist, weil sie ja schon zu Beginn, also als sie festgenommen wurde, gesagt hat, sie habe sich nicht gestellt, um zu schweigen. Also und ich kann Frau Fissin nur recht geben. Ich habe Frau Schäpe als Person erlebt, die weiß, was sie will, die sich die Butter nicht vom Brot nehmen lässt, die es zum Teil auch genießt, im Mittelpunkt zu stehen. Wir haben ja einen 28-seitigen Brief, den sie aus der Haft einem Neonazi in Bielefeld geschrieben hat. Und wenn man sich dieses Schreiben mal anschaut, da ist die gesamte Klaviatur des Emotionalen dabei. Da wird mit diesem jungen Mann gespielt, da wird so ein kleines Mädchen gemacht, ganz kokett, dann wieder dominant, dann gibt es so sexuelle Anspielungen. Und ich habe das Gefühl, es mit einer hochmanipulativen Person zu tun. Und ich glaube, auch psychiatrische Gutachter sind nicht davor gefeit, sich manipulieren zu lassen. Dass da eine arme Frau sitzt, die sozusagen Opfer der anwaltlichen Beratung geworden ist, das habe ich keine Sekunde geglaubt. Nein. Es ist so, Herr Beckstein, vielleicht um uns das nochmal klar zu machen. Sie hatte erst drei Verteidiger, drei Pflichtverteidiger. Dann kam ein Vierter hinzu, Matthias Grasel, der heute die Aussage verlesen hat. Und jetzt bekommt sie vielleicht sogar noch einen fünften Pflichtverteidiger mit Hermann Borchert, worum sie sich bemüht hat. Da hat sie einen handschriftlichen Antrag gestellt. Dieses wäre dann also der fünfte Pflichtverteidiger, der auf Kosten des Steuerzahlers für Frau Schäpe da ins Rennen geht. Warum genau sollte man ihr das zugestehen? Das Gericht will unter allen Umständen vermeiden, dass Revisionsgründe entstehen. Denn das wäre in der Tat natürlich die absolute Katastrophe, wenn nach einem jahrelangen Prozess der Bundesgerichtshof als Revisionsinstanz feststellen würde, dass irgendwo ein Fehler passiert. Und gerade Fehler bei einer notwendigen Verteidigung ist ein absoluter Revisionsgrund. Das bedeutet, das Gericht arbeitet hier mit doppelter und dreifacher Vorsicht. Ja. Um unter keinen Umständen den Vorwurf zu bekommen, es sei nicht eine faire Verteidigung gewesen. Wenn sie aber so manipulativ ist wie Frau Friedrichsen und Herr Daimagüli sie wahrnimmt, kann sie das dann ausnutzen und gleichsam erpresserisch für sich nutzen, indem sie sagt, haha, ihr wollt das revisionsfeste Urteil, habe ich auch schon verstanden, deshalb gebt mir einen Pflichtverteidiger nach dem nächsten und ich führe damit den Richter auch ein bisschen vor? Der Richter geht bis zu einem gewissen Grad drauf ein. Auf der anderen Seite, glaube ich, kann man nicht sagen, dass das Gericht sich sozusagen von ihr fernsteuern lässt. Es sind jede Menge Anträge wegen Ablehnung der Befangenheit zurückgewiesen worden. Es sind alle möglichen sonstigen Anträge zurückgewiesen worden. Aber das Gericht will, wie ich meine, verständlicherweise auf Nummer sicher gehen, dass nicht etwa, gerade weil das Verhältnis mit den Pflichtverteidigern ja ganz offensichtlich gestört ist, dass man nicht etwa jetzt ein Risiko hat, dass dann später ein Revisionsrichter, der ja nur nach Aktenlage entscheidet, dass der sagt, die notwendige Verteidigung war nicht gewahrt. Also das halte ich für vernünftig, dass das Gerichtsverfahren insgesamt ungeheure Summen kostet, ist etwas, was mir schwerfällt. Aber das ist halt der Preis des Rechtsstaats.
wir haben natürlich eine blöde Situation, muss man mal ganz ehrlich sagen. Wir haben drei Pflichtverteidiger, die die Akten kennen, die von Anfang an dabei waren, die auch eine Strategie hatten, die sie nachvollziehbar für richtig gehalten haben. So, jetzt haben wir zwei neue Verteidiger, von denen einer seit Juli dieses Jahres drin dabei ist und einen, der heute überhaupt zum ersten Mal erschienen ist. Braun gebrannt. Weil er ja gerade im Urlaub war, weil er vorher die Aussage offenbar nicht verlesen lassen konnte. Das ist natürlich eine ungute Situation, weil eigentlich die einen Verteidiger mag sie nicht und die sie mag, die können eigentlich nicht richtig verteidigen. Und das ist ein Teil eines Prozesses, der mich eigentlich fast etwas schmerzt, weil der Senat führt diesen Prozess wirklich hervorragend. Aber dann haben wir auf der Nebenklageseite einen Anwalt, der vertritt ein Opfer, das es gar nicht gegeben hat. Und so, das sind so Erosionserscheinungen, wie man sie halt manchmal bei so langen Prozessen da bemerkt. Und das tut ein bisschen weh, dass bei so einer Sache, wo es um so viel geht, wo es um 10 tote Menschen geht und so viele Verletzte geht, dass da solche Sachen dann passieren. Ich finde es aber auch in der Sache richtig, dass man ihr einen optimalen Rechtsschutz gibt. Ja, deswegen sind wir Rechtsstaat, deswegen sind wir ein Rechtsstaat, der sich in der Welt sehen lassen kann. Und ich möchte nicht, dass Frau Zschäpe schlechter vertreten wird als irgendjemand anderes. Und manche ärgern sich ja darüber, wenn oben im Publikum Neonazis sitzen. Ich freue mich, wenn die da sind. Warum? Die sollen sehen, dass bei uns, in unserem Land, in unserem Rechtsstaat, auch Menschen, denen schwerste Straftaten vorgeworfen werden, dass denen ein optimaler Rechtsschutz gegeben wird, dass sie 2, 3, 4, im Falle von Frau Zschäpe 5 Anwälte bekommen, dass bei uns eben nicht Leute nachts abgeholt werden und in irgendwelchen Kellern erschossen werden, wie bei den Nazis oder einem anderen System, dass wir ein Rechtsstaat sind, der jede Herausforderung annimmt, sich nicht unterkriegen lässt, die Form wahrt für jeden, egal was er getan hat oder getan haben soll. Ich finde das richtig. Die sollen kommen, die sollen schauen, die sollen sehen, dass dieser Rechtsstaat sich nicht in die Knie zwingen lässt. Nicht von Frau Zschäpe, nicht vom NSU, von niemandem. Wo ist die Grenze? Das Problem ist nur, die merken das nicht. Die merken das nicht. Die halten diesen Prozess für eine Show. Das hört man ja auch immer wieder. Für eine Show, für eine lächerliche Veranstaltung. Und das ist schon ärgerlich. Das mag sein, aber wir werden doch nicht unseren Rechtsstaat vor die Hunde gehen lassen, nur weil da Leute ihre Spielchen machen wollen. Ja, wenn Frau Zschäpe wirklich meint, sie könnte dieses Gericht manipulieren, dann hat sie wirklich nicht verstanden, wo sie sitzt. Und wo wäre die Grenze, Herr Binninger, ab der Beate Zschäpe manipulieren würde und den Rechtsstaat vorführte? Ich glaube, dass sie sehr viel Aufmerksamkeit bekommt, für meinen Geschmack schon zu viel. Wir werden im Ausschuss, ich habe mich heute Mittag mit meinen Obleuten abgestimmt, der anderen Fraktion, den Kolleginnen und Kollegen, wir waren uns einig, dass mit dieser Aussage sie für unsere Arbeit zunächst mal keine Relevanz mehr hat. Ja. Wir kümmern uns um die offenen Fragen. Wir versuchen, den Fall aus der Perspektive der Opfer zu betrachten. Und alles andere, was ist dann Teil des Gerichtes, aber wir machen die andere Arbeit. Und je mehr Aufmerksamkeit sie bekommt, ich glaube, desto mehr, Sie haben vorhin mal gesagt, Herr Beckstein, jetzt hat sie ja gekriegt, was sie wollte, ja, also nicht mal Nachfragen zugelassen, sondern nur schriftlich, auch ein Novum. Deshalb glaube ich, dass wir uns auf das andere konzentrieren und dann sind wir auch frei davor, irgendwie manipuliert zu werden. Wir kümmern uns um die Fragen, wir kümmern uns um die Perspektive der Opfer und denen gehen wir nach und versuchen auch zu klären, gab es Ermittlungsansätze, die vielleicht zu mehr geführt hätten als nur zu diesem Trio. Und wenn ich nochmal darf, war schon eine Weile her, vorletzte Runde. Ich war ja im ersten NSU-Ausschuss Obmann und wir haben die Behörden stark kritisiert. Eines kann man nicht kritisieren, hat Herr Güller, dass sie zu wenig ermittelt hätten. Aber sie haben lange und hochaufwendig in die falsche Richtung ermittelt. Ausnahme die Bayern, die wollten mal in die richtige Richtung, alle anderen wollten es nicht. Und das Zweite, wo wir auch anderer Meinung sind, ja, es gab... Und wie geht die Erklärung dafür, dass alle anderen es nicht wollten? Es ist ein Phänomen, das Sie fast jetzt auch wieder beobachten können. Damals bei der sogenannten Ceska-Mordserie war es so, dass man sehr schnell gesagt hat... Ceska ist eine Waffe. Das war die Waffe, die eingesetzt wurde. Und da wurde die Mordserie Ceska-Mordserie genannt. Da war es sehr schnell so, dass man gesagt hat, das muss OK sein, organisierte Kriminalität, ein Auftragskiller. Man wollte gar nicht mehr erkennen,
dass es Fremdenfeindlichkeit sein kann. Nicht mal in Köln, wo es so offenkundig war, beim Sprengstoffanschlag in einer Straße, wo nur türkische Mitbürger ihre Geschäfte haben. Ja? Man hat sich festgelegt sehr früh. Jetzt, glaube ich, bei diesen Ermittlungen der BAO-Trio, also gegen das Trio, hat man sich auch sehr früh festgelegt. Der NSU besteht aus 3 Leuten, Punkt. Ja. Und das, glaube ich, ist das größte Risiko. Wenn Sie so frühe Festlegungen treffen und sich dann alles darauf konzentriert, ist die Gefahr einfach größer, dass Sie Dinge übersehen. Sie nennen es ein Risiko. Die Angehörigen empfinden es, glaube ich, als ein furchtbares Leid, dass sie zum Teil selbst beschuldigt wurden im ersten Angang. Damit ist ihnen wirklich was angetan worden. Also vielleicht darf ich da 9. Juni 2004, Nagelbombenanschlag in der Kolbstraße in Köln, mutmaßlich durch den NSU. 22 Menschen, so gut wie alle mit türkischen Wurzeln, verletzt, zum Teil schwer. Doch schon am nächsten Tag, die Untersuchungen am Tatort laufen noch, sagt der damalige Innenminister Otto Schily. Die Erkenntnisse, die unsere Sicherheitsbehörden bisher gewonnen haben, deuten nicht auf einen terroristischen Hintergrund, sondern auf ein kriminelles Milieu. Sogar die Opfer gelten als tatverdächtig. Dieses Opfer, dessen Hals von einem Nagel durchbohrt wurde, musste eine DNA-Probe abgeben. Wurden alle 7,5 Jahre als Täter beschuldigt. Sie haben nach Tätern gesucht, die gar keine Täter waren. Meral Şahin aus der Kolbstraße erinnert sich. Was danach passiert, ist eigentlich die eigentliche Bombe gewesen für die Menschen. Nämlich, dass man beschuldigt wird, dass man es selbst gewesen ist. Und in den Medien Spekulationen. Im Milieu kursieren die wildesten Gerüchte. Von Blutrache wird gesprochen, Bandenkrieg und Schutzgelderpressung. Eine größere kriminelle Organisation ist. Es riecht nach organisierter Kriminalität. Daraus, dass Opfer, auch Angehörige von Opfern zunächst selber beschuldigt wurden und dass in eine vollkommen falsche Richtung ermittelt worden ist, erwächst, wie ich finde, eine große Verantwortung, dann jetzt aber auch wirklich lückenlos aufzuklären. Sind Sie der Meinung, Herr Beckstein, dass der Staat mit all seinen Behörden, die damit zu tun haben, auch die Gesellschaft, dieser Verantwortung nachgekommen wären und sich wirklich gestellt hätten? Also ich weiß, dass es nicht populär ist, wenn ich sage, es muss zunächst in alle Richtungen ermittelt werden. Es ist ein schwerer Fehler, wenn man sich festlegt, das haben wir nicht bestätigt, ohne den Täter zu haben und das Motiv zu haben. Das heißt, es muss in alle Richtungen ermittelt werden. Natürlich musste am Anfang auch in Richtung organisierte Kriminalität ermittelt werden. Denn es ist für die organisierte Kriminalität ziemlich typisch, dass man mit ein und derselben Waffe Taten begeht und allein damit eine Aussage zu treffen, nämlich die Organisation kriegt schon diejenigen, die sich von der Organisation lösen. Ich selber nehme nur für mich in Anspruch, und das ist ja im Untersuchungsausschuss auch festgestellt worden, dass ich gleich von Anfang an gesagt habe, es müssen aber auch fremdenfeindliche Motive erwogen werden. Und wir haben auch in der Richtung intensiv ermittelt. Wir haben sogar türkische Polizeibeamte in die Ermittlungskommission geholt. Das erste Mal, ich glaube in Deutschland überhaupt, dass man türkische Polizisten reingenommen hat, um eben nicht jetzt sozusagen einen heimlichen Rassismus oder irgend sowas zu haben. Es waren türkische Ermittlungsbeamte, die mitgeholfen haben. Ich habe eigens den Verfassungsschutz beauftragt, nach dem dritten Mal war es, glaube ich, dass ich sage, jetzt müssen mal die Mitarbeiter des Verfassungsschutzes in dem ganzen Milieu ermitteln, um die Frage Fremdenfeindlichkeit zu haben. Das Ergebnis war gewesen, dass alle die V-Leute des Verfassungsschutzes behauptet haben, dort in der Szene heißt, unsere Kameraden haben damit nichts zu tun. Das war das, was mich auch heute noch wirklich belastet, dass man mit einem extremen Aufwand wirklich jede nur erdenkliche Ermittlungsmöglichkeit macht. Und weil eben keine Spuren da war, ist man nicht zu Rande gekommen. Ich räume im Nachhinein an, es hätte Dinge gegeben, die man noch hätte ernster nehmen müssen. Zum Beispiel die Frage Abgleich mit Köln. Das ist nicht ordentlich abgearbeitet worden. Aber dass zunächst mal in alle Richtungen ermittelt wird,
war eine Notwendigkeit, was aber selbstverständlich dann ist, dass man auch deutlich sagt, dass es natürlich ganz eindeutig ist, dass die Angehörigen völlig unschuldig sind und dass es nicht den leisesten Grund gibt, die Angehörigen in irgendeiner Weise reinzuziehen. Das ist dieses Narrativ, diese Geschichte, die immer wieder erzählt wird. Wir haben in alle Richtungen ermittelt und das muss doch zulässig sein. Ja, natürlich sollen in allen Richtungen ermittelt werden. Nur was wir hier hatten, war, dass man eben eine Richtung weggelassen hat, nämlich Rassismus, und sich konzentriert hat auf die Familien. Man hat nach dem 4., 5., 6. Mord Witwen überwacht, Halbwaisen überwacht. Ja, man hat ihnen ja implizit vorgeworfen, nicht nur den eigenen Vater umgebracht zu haben, sondern in Morde an anderen vollkommen unbekannten Menschen verwickelt gewesen zu sein. Ich werfe der Polizei nicht vor, dass sie das auch nachgeprüft hat. Nur ein System, in dem ein türkisches Opfer nicht Opfer sein darf, sondern nur als Täter in Betracht kommt. Da ist doch etwas faul. Das kann doch nicht richtig sein. Ich kenne die bayerischen Ermittlungsverfahren sehr genau. Und ich kann nur sagen, Sie werden doch nicht ernsthaft sagen, dass türkische Polizeibeamte auch von Rassismus mit erfasst waren. Schauen Sie, wenn ein System in rassistischen Mustern denkt, ja, dann ist es total egal, was für eine Staatsbürgerschaft der ermittelnde Beamte hat. Der Leiter der Mordkommission in München hat die beiden Zeugen, die von Fahrradfahrern bei der Ermordung von Theo Bulgaridis und Habil Kilic berichteten, ignoriert. Er ist am nächsten Tag nach Nürnberg gefahren, hat sich dort unterrichten lassen von der Mordkommission über die Morde in Nürnberg. Ja, da wurden immer wieder Fahrradfahrer genannt, hat wieder gesagt, das verfolgen wir nicht, wir verfolgen jetzt mal die andere Spur. Da gibt es operative Fahranalysen. Also das stimmt nicht. Herr Akten, das stimmt schlichtweg nicht. Ihre eigenen Beamten, laut Urausschuss Bayern, Ihr bayerischer Untersuchungsausschuss, da wurde ein Polizeibeamter von Abgeordneten gefragt, ja schauen Sie, haben Sie mal eine politische Richtung mal nachgeschaut beim Verfassungsschutz? Und dann sagt er, ja freilich, sagt der Beamte da. Stimmt auch, der hat tatsächlich in die politische Richtung geguckt und zwar beim Opfer. Der hat geschaut, ob das Opfer irgendwie bei der PKK war oder sonst was. Er hat selbst in der Situation dem Abgeordneten einfach die Unwahrheit erzählt. Herr Beckstein, das lässt sich doch nicht wegdiskutieren. Es lässt sich einfach nicht wegdiskutieren. Und wenn Sie das heute tun, wenn immer noch diese Weichspülerei kommt, dann werden doch Probleme nicht gelöst. Dann kommen wir doch keinen Schritt weiter. Nein, aber es hat ja auch keinen Sinn, dass man ganz offensichtliche Unwahrheiten sagt. Oh, Herr Beckstein, das ist doch nicht fair. Jetzt lassen Sie mich auch das mal sagen. Ich kann Ihnen nur sagen, ich nehme für uns in Anspruch, dass wir intensivst auch die rechtsextreme Spur verfolgt haben. Ich habe selbst sogar Namen angegeben von Leuten, die ich aus der Szene, weil ich ja natürlich als Innenminister die gesamten Vorgänge habe und denen ich sowas zugetraut habe, wo wir versucht haben, Alibis festzustellen und auch natürlich über Alibis dann Täter ausgeschlossen haben. Dass der Verfassungsschutz Weisung bekommen hat, was ganz ungewöhnlich ist, im Ministerbüro die Leute da waren, dass man die V-Leute eine ganz bestimmte Frage aufklären lässt. Das Problem war, dass man nicht weitergekommen ist damit. Ja, deswegen haben wir die Akten geschreddert, weil alles Paletti war. Sagen, dass ich selber mit deswegen dem türkischen Innenminister gesprochen habe, das und dem angeboten habe, und das ist wahrgenommen, dass aus der Türkei deutschsprachige türkische Polizisten in die Ermittlungskommission gekommen ist, was ja unter Aspekt der Geheimhaltung nicht völlig unproblematisch ist. Aber wir haben gesagt, wir wollen unter allen Umständen in alle Richtungen ermitteln. Und gestatten Sie mir nur eine Frage, Herr Beckstein, nur eine einzige Frage. Sie sind bis in die Türkei gegangen, um dort vom Minister Informationen zu bekommen. Bis in die Türkei. Sie haben doch mit dem Innenminister in Hessen gesprochen, mit Herrn Bouvier. Wie war denn da die Reaktion nach der Ermordung von Halit Yozgat, als der Verfassungsschutzbeamte Tem am Tatort war? Was hat Ihnen der Herr Bouvier denn gesagt? Herr Bouvier hat mir gesagt, wir haben den Beamten so gegrillt, auch eure Leute können die nicht intensiver befragen. Herr Bouvier hat Ihnen damals gesagt, dass der Quellenschutz und die Sicherheitsinteressen des Landes Hessen wichtiger sind, als hier die Auskunft zu geben. Sie können doch nicht nach all den Jahren, nach all dem, was wir wissen, so weichspülen. Das geht doch nicht, Herr Beckstein. Das ist doch nicht redlich. Herr Binninger, helfen Sie uns. Sie haben sich das genau angeschaut, alles. Ist wirklich in die Richtung ermittelt worden, dass ein fremdenfeindlicher Hintergrund denkbar wäre? Und übrigens, ich will noch eines anfügen, das ist ja hochinteressant, dass Herr Beckstein, Sie haben es gleich im Jahr 2000, im September, genauso notiert auf einem Zeitungsausriss, als über den ersten
Mord berichtet wurde an Enver Şimşek, den Blumenhändler, dann notieren Sie oben, das sieht man handschriftlich, bitte mir genau berichten, ist ausländerfeindlicher Hintergrund denkbar? Und ist dieses dann genau Ihrem Eindruck nach und der Analyse des Untersuchungsausschusses nach gemacht worden? Man muss bei der Kritik, und das werfe ich Ihnen jetzt ein bisschen vor, auch fair bleiben und differenzieren. Und unsere Kritik hat gelautet, die Polizei, die Ermittler haben damals in einer Art und Weise in Richtung Opfer ermittelt, die eben nicht mehr vertretbar war. Es ist am Anfang in Ordnung, weil man immer im Opferumfeld ermittelt, aber die Dauer und die Intensität war nicht in Ordnung. Das war der Kritikpunkt. Anfangs ja. Aber man darf auch nicht sagen, ihr habt gar nicht gegen Rechtsextreme ermittelt. Es hat uns im Ausschuss maßlos geärgert, dass die bayerische Polizei beim bayerischen Verfassungsschutz nachgefragt hat, nennt uns mal alle Rechtsextremen aus dem Großraum Nürnberg, denen ihr solche Taten zutraut, weil man sie eben überprüfen wollte. Und dann hat der Verfassungsschutz in Bayern 9 Monate gebraucht, bevor er der Polizei die Antwort gegeben hat. Also das war der Kritikpunkt. Aber gemacht hat man schon. Das Gleiche gilt in Köln, der Fall, den man hätte klären können. Weil ja Mundlos und Böhn hat in einer Datei gespeichert waren, hätte man sie richtig abgefragt, wären sie als Treffer rausgekommen. Dort hat man auch kurz Richtung Rechtsextreme ermittelt, hatte sogar ein paar Verdächtige, hat dann aber die Spur wieder verworfen. Also deshalb glaube ich, wäre es unfair zu sagen, man hat überhaupt nicht Richtung Rechts ermittelt, aber es war im Kern der Ermittlungen zu lange, zu stark in die falsche Richtung. Aber man darf jetzt nicht sagen, es wurde gar nicht getan. Schon gar nicht an die Adresse der Bayern. Das wäre jetzt nicht fair. Nach allem aber, was schon versucht worden ist, durch den Prozess, durch insgesamt 6 Untersuchungsausschüsse, die es in den Ländern gegeben hat, inzwischen sogar, ja. Beginnt der 10 sogar? Pardon. Wir sind der 10. Achso, jetzt im Boden. Fertig, paar sind neu in der zweiten Auflage. In Summe sind wir bei 10. Alles klar, also insgesamt bei 10 Untersuchungsausschüssen. Nachdem also, was alles da schon versucht worden ist, wie geht die Erklärung, die Sie bislang haben, warum man diese absolut beispiellose Mordserie nicht hat stoppen können? Jetzt mit Rückblick in die Vergangenheit. Ja, da, aus allem, was Sie jetzt wissen, das will man doch gerne verstehen, ob man was hätte tun können, also um Menschen zu schützen, die dann erst erschossen wurden. Genau, also wenn man ein paar Hauptursachen benennen kann, dann fängt es vielleicht beim Verfassungsschutz an. Man hat die Gefahr des gewaltbereiten Rechtsextremismus Ende der 90er, auch in die 2000er Jahre hin, kolossal unterschätzt. Wenn Waffen ins Spiel kamen, hieß die Erklärung immer, verrückter Einzeltäter spielt keine Rolle für die Szene. Lange gab es die politische Debatte zwischen Schilly und Beckstein, haben wir eine braune RAF? Und man hat fast mehr Aufwand darauf verwandt, dem Günter Beckstein diese kühne These eher wieder auszureden, anstatt zu sagen, es könnte doch sein. Bei den Ermittlern war es so, dass die Zusammenarbeit zwischen den Polizeien, naja, holprig war, auch der Informationsaustausch. Hinzu kam das frühe Festlegen auf eine Ermittlungsrichtung, organisierte Kriminalität und daran festhalten, mit Ausnahme von Bayern, bis 2010 hat man noch gesagt, das ist organisierte Kriminalität. Eine Staatsanwaltschaft, die an vielen Stellen, naja, nicht immer ihrer Rolle als Herrin des Verfahrens gerecht wurde. Und dann haben sie etwas, was, wo niemand was dafür kann. Den Föderalismus. Wir hatten am Ende 5 verschiedene Sonderkommissionen, die jede für sich allein gearbeitet hat, weil man sich nicht darauf verständigen konnte, zum Teil ging es rechtlich noch gar nicht bei den Staatsanwaltschaften, alles zusammenzulegen und an einer Stelle zu machen. Das BKA wollte mal, da wollten die Länder nicht. Dann wollten die Länder gern abgeben, da wollte das BKA nicht mehr. So ging das hin und her und am Ende hatten sie 5 verschiedene Stellen bei der Polizei, 5 verschiedene Stellen bei der Justiz und da kommen sie nicht auf eine Richtung. Das ist dann immer der kleinste gemeinsame Nenner. Und das war, glaube ich, einer der auch Mitursachen. Es gibt nicht die eine Ursache, es gibt nicht den einen Fehler. Es gab Fehleinschätzungen, es gab schwere Versäumnisse, es gab auch schlampige Arbeit. Es gab alles an Paletten. Den einen Fehler, die eine Ursache gab es nicht. Wir dürfen eines nicht ganz vergessen. Spätestens nach dem ersten Mord, also nach Enver Şimşek, hätte Beate Zschäpe die Möglichkeit gehabt, diese Serie zu stoppen. Ja, das dürften wir nicht vergessen, denn sie sagt ja, sie habe das alles nicht gewollt und ihr sei das nicht recht gewesen und sie habe so gestritten mit ihren beiden Männern darüber. Sie hätte das verhindern können. Aber schauen Sie, alles, was Sie gesagt haben, Herr Bieninger, stimmt. Da bin ich schon mal beruhigt. Also schon mal aber schlecht, also okay. Herr Bieninger, das bedeutet doch nicht, dass Sie in Ihrer Aufzählung vollständig sind. Nein, das kann ja sein. Ja, ich glaube, wir müssen tatsächlich über die Sicherheitsarchitektur sprechen.
Bund, Land, Verfassungsschutz, Polizei, all das. Gemeinsame Dateien. Ganz, ganz wichtig, ja. Aber wir müssen. Eine haben wir schon. Ich denke, es hilft alles nichts. Ja? Wir müssen auch über die Haltung in den Köpfen von Beamten sprechen. Das wird zu wenig gemacht. Wir scheuen die Diskussion. Ja, wenn man sich Sie sprechen von den Akten, Herr Beckstein, ich glaube nicht, dass Sie alle Akten haben. Wenn man da sieht, ja, wie Polizeibeamte über Sinti und Roma sprechen, die Zigeuner, ja, der Neger, ja, diese Fallanalyse, die ich eben zitiert habe. Wir müssen doch dieses Problem auch annehmen als solches. Das macht doch eine reife Demokratie aus. Es hilft doch nichts. Es hat doch nichts mit Nestbeschmutzung zu tun. Aber ja, Sie können doch nicht die ganze Polizei dafür verantwortlich machen. Es ist nicht die ganze Polizei, aber es ist alle Polizeidienststellen, die an diesem Fall beteiligt waren. Die haben unisono von Rostock bis nach München immer nach dem gleichen Muster gehandelt. Das Opfer darf kein Opfer sein. Rechtsradikale, die Spur wird nur nachlässig behandelt. Natürlich hat man in die Richtung geguckt, aber das hat man eben nur oberflächlich gemacht. Natürlich wurde viel gemacht, aber es wurde eben auch viel falsch gemacht. Und Sie, Herr Beckstein, das muss ich wirklich sagen, Sie sind der Einäugige im Land der Blinden. Sie haben tatsächlich gesagt, man muss in die Richtung gucken, aber eben nicht genug. Eben nicht genug. Und man kann, stellen Sie sich mal vor, hier sitzt jetzt nicht ich, sondern Frau Schimschek. Wollen Sie ihr wirklich sagen, naja, unsere Sicherheitsarchitektur hat, da hat es gehapert? Das kann doch nicht sein. Ich kann Ihnen noch einmal sagen, wir haben die uns bekannten Rechtsextremisten im nordbayerischen Raum vollständig überprüft, durchleuchtet. Man kann sagen, es war spät, darüber ist in Ordnung, aber sie sind durchleuchtet worden. Das Problem war natürlich, dass nach dem Untertauchen die in keiner Datei mehr waren. In einer waren sie noch, in der Sprengstoffdatei. Aber nicht in einer Datei des Landes Bayern. Und die Zugriffe auf die, das ist das Problem des Föderalismus gewesen, beziehungsweise auch des Datenschutzes, dass man natürlich nicht die frühere Regelung dahin gehabt hat, dass alle Informationen ausgetauscht worden sind, sondern es sind zunächst mal, wenn man eine Information weitergibt, braucht es einen Grund dafür. Und wie die abgetaucht waren, ist natürlich keine weitere Information an die anderen Länder gegeben worden oder an das Bundesamt. Das bedeutet, die waren irgendwann vom Radar weg. 2003 war der Haftbefehl aufgehoben. Ja. Da wurden sie gar nicht mehr gesucht. Dann werden sie gelöscht in der Fahndungsdatei. Und dann waren sie auch nicht mehr auf dem Schirm, obwohl sie, und das war etwas merkwürdig, in einem Dossier, das im Jahr 2004 erscheint, im zeitlichen Zusammenhang mit dem Sprengstoffanschlag, geht es um neue Gefahren des gewaltbereiten Rechtsextremismus. 2004, ein Verfassungsschutzpapier, da werden Personen genannt, denen man solche Delikte zutraut. Und dann werden sie aufgeführt, die Jenaer Bombenbastler, Mundus, Brünhardt und Schäpe, die aber untergetaucht seien und seit der polizeilich nicht mehr in Erscheinung getreten sind. So kann man sich dann auch täuschen. Wir hatten einen zweiten. Und sie wurden dann auch nicht gesucht, oder wie? Das ist ja das, was ich sage. In Köln hätte man die Chance gehabt, den Fall zu klären. Man hatte ein Video, das die beiden Tatverdächtigen zeigt. Hätte man in der Sprengstoffdatei anstatt dem Pulver und dem Zünder nur die Begriffe eingegeben, männlich, das war ja auf dem Video zu sehen, fremdenfeindlich, das war offenkundig bei der Opferauswahl, und Koffer, da war die Bombe drin. Ja, laut Chili war es nicht offenkundig. Ja, aber für uns, da sind wir uns ja einig. Herr Schilly hat übrigens, das muss man fairerweise sagen, später gesagt, es sei ein schwerwiegender Irrtum gewesen. Ja, er hat es nochmal relativiert neulich. Also ich will nur sagen, hätte man diese Begriffe männlich, fremdenfeindlich, Koffer damals in diese Datei eingegeben, wären angezeigt worden, sicher mehrere Personen, aber auch Mundlos und Böhnhardt. Und dann hätte man es mit einem Video abgleichen können. Warum werden sie in dem Dossier genannt? Und wir hatten eine andere große Schwäche, Herr Beckstein. Wir wussten ja gar nicht auf Knopfdruck, wie viele Rechtsradikale untergetaucht sind und nicht mehr auf der Bildfläche erschienen. Das wäre ja interessant gewesen zu sagen, wer ist denn eigentlich verschwunden seit Jahren? Was machen die? Sind die im Ausland? Sitzen die irgendwo in Deutschland? Betreiben die irgendwie ein dunkles Spiel, ohne dass wir es wissen? Man hat das gar nicht überwacht. Nach dem 4.11. mit aufwendigen Prozeduren, hat ein paar Wochen gedauert, hat man gesagt, ja, in Summe sind es etwa 160. Rechtsradikale, die abgetaucht sind, weil sie gesucht werden per Haftbefehl oder aus anderen Gründen. Der 4.11. ist, wenn Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos sich in die Luft sprengen in diesem Wohnmobil 2011. Ja. Ne? Richtig. Sie sind nicht eingegangen, Herr Binninger, auf den Gedanken von Mehmet Daimergüler, dass er gesagt hat, dass innerhalb der Polizei durchaus manch einer ist, der auf dem rechten Auge blind ist oder der von mir aus auch wirklich ausländerfeindlich sich auszudrücken beliebt,
möglicherweise auch genau so denkt. Sie sind selber Polizist, Sie haben als Streifenbeamter angefangen und dann alle Laufbahnen durchlaufen. Sie müssten es gut wissen. Können Sie das wirklich ausschließen? Wir haben klar kritisiert, dass es Formulierungen, Begriffe, Verhaltensweisen gab, die nicht akzeptabel sind. Fremdenfeindliche Äußerungen, Stigmatisierungen, das geht nicht. Das hat in einer demokratisch verfassten Polizei nichts verloren. Oder dass man beim Ku Klux Klan Mitglied ist. Darüber brauchen wir ja gar nicht reden. Ja, aber Sie erwähnen es ja nicht. Wenn wir nicht drüber reden, erwähnen Sie es doch bitte. Ich kann es ja auch erwähnen. Oder dass man beim Ku Klux Klan Mitglied ist und dann hinterher mit einer recht, wie soll man sagen, laxen Handhabung da auch davonkommt. Das geht alles nicht. Das haben wir auch kritisiert. Aber ist es auch abgestellt? Ist es wirklich abgestellt? Wird das vermieden? Das ist nicht 100% abstellen. Ja. Was macht man, um sowas zu verhindern? Man wirbt beispielsweise Migranten an, die als Polizisten Dienst tun. Aber daran darf es nicht. Das muss eine Grundeinstellung sein. Das muss und gibt es da eine strukturelle Anfälligkeit bei Polizisten? Nein. Die Polizeibeamten in Baden-Württemberg, die in der Einheit von Frau Kiesewetter, dem Opfer, das Opfer oft vergessen wird, ja, die beim Ku Klux Klan waren, die wurden nicht entlassen, weil sie zur Entschuldigung angeführt haben. Naja, wir wussten nicht, dass der Ku Klux Klan rassistisch ist. So, mit der Begründung durften sie dann bleiben. Und das ist ja, da hilft auch nichts, dass man mehr Migranten hat, wenn man da nicht konsequent gegen vorgeht. Ja, und das tun, ich meine, ich empfinde das, ich bin ehrlich gesagt, ich habe das Gefühl, dass wir jetzt Diskussionen führen, die wir seit 2 Jahren hätten schon abgehakt haben müssen. Dass wir noch über diese Selbstverständlichkeiten reden. Natürlich haben wir auch Rassismus bei der Polizei, natürlich müssen wir den angehen. Das heißt doch nicht, dass die Polizei als solche insgesamt, wir haben Gott sei Dank eine Polizeibehörde. Das tue ich natürlich nicht. Das tue ich natürlich nicht. Wenn Sie es konkret benennen, akzeptiere ich das, aber nur das Pauschale akzeptiere ich nicht. Schauen Sie mal, wir haben eine Polizeibehörde, die sich in der Welt sehen lassen kann. Das ist doch gut so. Ja? Aber natürlich haben wir es auch mit einem Problem zu tun. Wenn nur 1% der gesamten Sicherheitskräfte so wären, ja, dann hätten wir schon 2700 Beamten, die problematisch sind. Ja. Aber es sind natürlich mehr als 1%. Das wissen Sie ja auch, Herr Binninger. Was heißt denn pauschal, Herr Binninger? Man kann nicht sagen, wir haben ein Problem mit der Kriminalität von Anwälten, obwohl es da auch Probleme gibt. Ich sage, es ist selbstverständlich ein Riesenproblem, dass wir eine Polizei in der Tat so, auch Schulen so ausbilden, dass sie unter keinen Umständen Fremdenfeindlichkeit dulden. Die Frage ist, wenn Polizisten sozusagen auch salopp irgendwelche Aussagen sagen, sie dürfen auch nicht, jetzt haben wir Macho-Gehabe haben, sie müssen schlichtweg hier so ausgebildet werden, dass sie absolut korrekte Ermittlungen führen. Und das ist in den letzten 2 Jahrzehnten in einem Maße auch verbessert worden. Das heißt, ich sage, wir sind nicht fehlerfrei, aber ich glaube, dass es insgesamt gesehen eine Polizei ist, die auch versucht, in dem Augenblick, wo Fehler auftauchen, das konsequent abzustellen. Selbstverständlich, wenn irgendjemand fremdenfeindliche Äußerungen hat, der kriegt ein Disziplinarverfahren. Und das wird natürlich in einer Dienststelle, wo Migranten übrigens dann, bei größeren Dienststellen sind heute überall Migranten dabei, ob aus der Türkei oder aus anderen EU-Ländern, das wird selbstverständlich dann sofort auch zur Anzeige gebracht. Erst vor 3 Wochen, es gibt dieses Verschwörungsmagazin Kompakt, langes Interview mit dem Chef der Polizeigewerkschaft, Herr Wendt, der ganz normal, als sei es das Normalste der Welt, sagt, dass es in den Genen der Muslimen halt liegt, Frauen schlecht zu behandeln, macho zu sein und all diese Dinge, sagt der Chef der Polizeigewerkschaft, in einem solchen Zeitschrift, was einfach indiskutabel ist. Es gibt keinen Aufschrei, es gibt kein Disziplinarverfahren. Das Bild, das Sie zeichnen, ja? Also, dass Sie Herrn Wendt jetzt als rassistisch bezeichnen, halte ich... Schauen Sie sich doch das... Sie kennen doch das Interview gar nicht, Herr Beckstein. Sagen, ja. Sie kennen das Interview also nicht und bestreiten das schon. Vorsitzender einer demokratischen Gewerkschaft... Ja, das hilft ja also, nicht, das ist ja umso schlimmer. Überzogen. Herr Beckstein, Sie kennen das Interview gar nicht. Dass Sie mit dieser überzogenen Weise Sie den Opfern an den Gefallen tun. Doch gar nicht. Ich glaube das nicht. Sie kennen das gar nicht. Und sagen das als Quatsch. Das ist doch keine Haltung. Wenn es zutrifft, Herr Binninger. Ich habe Sie eben, glaube ich, richtig beobachtet, dass Sie da mit dem Kopf so runtergegangen sind. Warum? Ein bitterer Satz von Herrn Wendt, wenn es so zutrifft. Sie beobachten immer sehr fein, das weiß ich, wenn man bei Ihnen ist. Ich kenne das Interview auch nicht, deshalb maße ich mir jetzt kein Urteil an. Aber allein. Ich habe es gelesen übrigens. Mhm. Du fandest es normal. Aber so etwas so unsensibel zu sein, das geht nicht. Und das muss man dann mit ihm auch besprechen. Und ich benenne auch klar, wenn irgendwo Fremdenfeindlichkeit, Rassismus ist kein Platz
und das muss man abstellen. Das ist Führungsaufgabe vom Polizeikommissar auf der Dienstgruppe bis hoch zum Minister, der sich um solche Fälle dann auch mal kümmern darf und berichten lassen darf. Aber wogegen ich mich wehre, ist zu sagen, weil wir leider diese Fälle haben, kommt man zum Urteil pauschal, die ganze Institution ist rassistisch. Das geht nicht. Und ich kenne wirklich keinen, und ich kenne jetzt viele im Laufe der 23 Berufsjahre, keinen Ermittler, der sagt, ich will einen Mord nicht klären, weil mir irgendjemand nicht... Wenn er die Spur hat, wenn er den Ansatz dazu hat, will er den Mord klären um jeden... Der Begriff des institutionellen Rassismus sagt ja nicht, dass die Institution insgesamt rassistisch ist, sondern dass das Strukturen und Abläufe gibt, die zu Ergebnissen führen, die dann rassistisch sind. Natürlich sind doch Gott sei Dank die meisten unserer Beamtinnen und Beamte top. Das wissen wir doch alle hier. Das wäre doch unredlich, das Gegenteil zu behaupten. Aber natürlich haben wir doch auch ein Problem. Wir können doch nicht die Augen verschließen und so tun, als sei alles Paletti. Weil es ist nicht alles Paletti. Aber ich wehre mich vehement dagegen, dass Sie sagen, wir haben rassistische Strukturen. Wenn dann Gewerkschaftsführer sagt, dass im islamischen Recht Frauen in der Regel nicht als gleichberechtigt behandelt werden, dann muss ich sagen, so ist das halt. Ja. Dass in Sie sagen, es ist alles gut, nicht die Frau in derselben Weise die gleiche. Und in Saudi-Arabien werden Dieben die Hand abgehackt und deswegen darf der Herr Wendt sowas sagen. Aber es muss doch ein Herr Wendt derartiges angreifen dürfen und auch ansprechen dürfen. Sie kennen das Interview gar nicht. Herr Daimler, ich mache jetzt mal kurz einen kleinen Cut, weil ich will zum Schluss der Sendung noch mal eine Art, sagen wir, abschließenden Gedanken möglich machen, nämlich draufschauen, was die Bundeskanzlerin gesagt hat, als es die Trauerfeier gab für die Opfer der NSU-Morde, mindestens die, die man ihnen zuschreibt. Das war 2012. Das ist also schon sehr, sehr spät. Aber da wusste man dann, was geschehen war und dass die Bundeskanzlerin sich veranlasst sah, ein Versprechen abzugeben. Als Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland verspreche ich Ihnen, wir tun alles, um die Morde aufzuklären und die Helfershelfer und Hintermänner aufzudecken und alle Täter ihrer gerechten Strafe zuzuführen. Frau Friedrichsen, wie wahrscheinlich ist es Ihrer Meinung nach, dass die wahren Hintergründe der Morde und der Bombenanschläge und des auch beispiellosen Behördenversagens irgendwann wirklich lückenlos aufgeklärt werden? Ich kenne eigentlich kein Strafverfahren, in dem wirklich alles lückenlos aufgeklärt wurde, kein einziges. Es bleibt immer irgendetwas, was nicht zugänglich ist. Jeder Strafprozess ist ja der Versuch, das noch mal zu rekonstruieren, noch mal nachzuvollziehen. Und es ist niemals die Echtzeit. Also das ist eine Absichtserklärung und ich finde das auch sehr schön, wenn die Bundeskanzlerin sagt, wir werden alles tun. Aber das heißt ja nicht, dass das auch gelingt. Hätte man das dann nicht versprechen sollen? Wenn man nachher das Versprechen nicht halten kann. Wir werden alles Menschenmögliche tun. Und wenn zehn Untersuchungsausschüsse in Parlamenten, wenn ein Gerichtsverfahren mit 260 Verhandlungstagen ist, wo auch den Anträgen der Nebenkläger, wie viele Nebenklägeranwälte sind auch über 10? 60 Nebenkläger, die Anträge stellen können, dann muss ich sagen, natürlich, wir sind als Menschen nicht in der Lage, etwas vollkommen richtig zu machen. Wo viele Menschen sind, passieren viele Fehler. Wo Menschen sind, wird nie eine 100%-Frage kommen. Das sind Vorgänge, die 10, 15 Jahre zurückliegen. Aber dass man alles Menschenmögliche macht, um das aufzuklären, und jetzt will ich auch sagen, dass man alles Menschenmögliche macht, um die Strukturen der Polizei so haben, dass alle Bürger in diesem Land korrekt behandelt werden, auch und gerade Migranten. Dass auch, wir haben natürlich nach dem Krieg in den 50er, 60er Jahren die Frage Sinti und Roma als ein erhebliches Problem in der Gesellschaft gehabt, spiegelt sich natürlich an der Polizei wieder. Dass aber dann in der Ausbildung und Schulung von Polizei immer sorgfältig Wert drauf legt, dass man auch derartige Fragen korrekt behandelt. Und das ist aus meiner Sicht die entscheidende Lehre, die wir ziehen, dass wir sagen, also es muss alles Menschenmögliche getan werden, der Aufklärung, es muss alles Menschenmögliche getan werden, dass in einem Land so etwas nicht wieder passiert. Es müssen Strukturen geschaffen werden, dass nicht auch wieder solche Fehler passieren können. Einige davon sind ja auf den Weg gebracht worden. Also. Herr Daimler-Güller, verlassen sich die Angehörigen der Opfer und auch zum Beispiel die Verletzten, die selber Opfer geworden sind, immer noch auf das Versprechen der Bundeskanzlerin? Naja, die Bundeskanzlerin hat eine sehr bewegende, sehr gute Rede gehalten. Sie hat viel Vertrauen
geschaffen, aber dieses Versprechen ist bis zum heutigen Tag nicht umgesetzt worden. Und das, was Herr Beckstein so macht, das, da möchte man sich am liebsten so eine wohlige Decke nehmen und vom Kamin Kakao trinken, alles ist gut. Schauen Sie, wir haben im Gerichtsverfahren Neonazi-Zeugen, die aus Kassel angereist kommen, mit Anwälten als Zeugenbeistand, die ihm vom Verfassungsschutz bezahlt werden. Ja, vom Verfassungsschutz bezahlt werden. Da haben wir die Bundeskanzlerin. Weil sie V-Leute die, waren. Ja, deshalb. Warum? Ja, ja. Die wissen schon warum. Die wissen schon warum. Ja, aber. Ja, da haben wir die Bundeskanzlerin gesagt, dass die Bundeskanzlerin sagt, dass der Staat alles tun wird, um aufzuklären. Da haben wir dann führende Neonazis, die vom Staat gestellte Anwälte bekommen und die sich dann natürlich an nichts erinnern. Dann haben wir Verfassungsschutzbehörden, die Akten schreddern. Ja, Operation Rennsteig. Wir haben noch immer als Nebenklage nicht Zugang zu allen Deckblattmeldungen. Herr Beckstein, das, was Sie sagen, am liebsten würde ich Ihnen glauben, aber ich tue es leider nicht. Damit hören wir auf, nachdem sich beide sich schon über einen Teil der Sendung ja auch gestritten haben. Danke, dass Sie zugeschaut haben. Danke auch an Sie. Nächsten Mittwoch sind wir wieder dran, dann übrigens relativ spät, weil wir erst nach dem Fußball kommen. Bis dann. Tschüss und auf Wiedersehen. Dankeschön. Danke. Ja. Danke.